Damals 3-8, zwar 2 Sekunden, aber am Schluss hat euch noch ziemlich aufgeregt. Was war der Grund, dass es am Schluss doch noch etwas Ärger gegeben hat? Ja, ein bisschen Emotionen im Spiel war nicht krass. Ich wollte mich nicht zu viel äußern wegen dem. Positiv ist schon mit gewöhnt. Einer ist mehr. Es ist schon fast beängstigend eigentlich. Zwischen mal nicht lang, dann gewöhnt man wieder. Muss man schon fast bald schauen, dass man wirklich den Zug so weiterführen kann. Wenn es ist noch länger, dass man auch noch die Motivation hochbehalten kann. Ist das gar keine Frage? Oder wie machen wir das intern im Team, dass man für das Spiel, zum Spiel immer so parat ist? Nein, ich glaube, in unserem Team der Ehrgeiz ist so gross und starke Charakter in der Mannschaft, die einander pushen. Motivation ist eigentlich fehlt nie. Und ich glaube, heute haben wir einfach weiter gemacht wie gestern. Wir haben auch in Lugano ein gutes Spiel gezeigt. Sie haben einfach Elvis Dead super für ihn und sie haben auch über die Runde gebracht. Aber wenn ich wüsste, wenn wir hart spielen hier daheim, dass wir viele Chancen bekommen. Die Chancenauswertung sicher nicht top gewesen, aber ich glaube, über 60 Minuten können wir recht zufrieden sein. Eben, kann man überhaupt noch etwas verbessern oder muss man einfach mehr schauen, dass man so gut macht, Dinge beibehalten kann? Ja, ich glaube, ich kann es immer verbessern. Es gibt sicher Situationen, wo wir Fehler machen in unserem Defensivspiel. Powerplay kannst du immer daran arbeiten. Ja, es sind Kleinigkeiten, die wir immer die ganze Saison brauchen, um diese Sachen zu verbessern. Und, ja. Gratulation aber nochmal zum Sieg.